Jo, hey Leute, was geht? Heute habe ich mal wieder ein, oder heute habe ich noch ein zweites Whistle-Tonhöhen-Experiment. Ich habe ja schon mal eins gemacht, wo ich von solchen Zink-Pfeif-Patronen immer 5 mm abgeschnitten habe jeweils und bei anderen wieder draufgeklebt habe, also die Röhre verlängert und verkürzt habe. Und heute werde ich das Ganze noch mit 1 cm Schritten testen, also dass es irgendwie 1 cm länger, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, glaube ich, habe ich bis 5 cm habe ich es, glaube ich. Hier ist noch ein Bild davon, da sieht man es. Die hier ist die originale Pfeifpatrone, dann habe ich noch eine, die ist kürzer, weil das hat auch ganz gut funktioniert. Die ist 1 cm kürzer, die dann links daneben, da habe ich das abgeschnittene draufgeklebt, die ist 1 cm länger. Und dann habe ich einfach selbst gerollte Hülsen immer drauf befestigt, die dann 2, 3, 4, 5 und 6 cm länger sind. Einfach mal um zu schauen, wie lang man diesen Resonanzkörper bzw. eben die Hülse machen kann und wie eben dann das Whistle klingt. So habe ich das verbunden, wie eigentlich auch das letzte. Es ist ein bisschen unscharf, ich weiß, aber ich habe versucht immer 3 bis 4 Sekunden Abstand zu bekommen, dass es gleichmäßig wird. Ich hoffe, dass diesmal alle Patronen zünden. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Aber das wird sich jetzt ja zeigen. Schauen wir mal, wie sich die Tonhöhe so verändert. Beginnen werde ich mit dem längsten, also den 6 cm. Und dann wird es eben immer 8 mal um 1 cm kürzer. Okay, also man hat eindeutig den Effekt gemerkt. Die ganz langen 6 cm und 5 cm oder 4 cm, also die längeren, die haben noch nicht so gut funktioniert. Da ist es wohl doch zu lang und dann hat es langsam funktioniert. So die letzten 6 Stück haben eine nette Abstufung gegeben. Genau, also auf jeden Fall Experiment erfolgreich.